In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Gletschern im Hochgebirge. Man könnte auch sagen, mit dem sichtbaren Eis. Neben den inländischen Eisschilden und den großen Eiskappen sind die Hochgebirgsgletscher die nächstniedrigere Kategorie von sich bewegenden Eismassen. Schneebedeckung und Gletscher sind von großer Bedeutung für den Klimawandel. Langfristige Messreihen haben gezeigt, dass abnehmende Schneehöhe und Schneebedeckungsdauer auch die Gletscherschmelze beeinflussen. Weil Gletscher träge auf das Klimasignal reagieren, sind punktuelle Messungen von Flächen, Volumen oder Längenänderungen meistens schwer zu interpretieren. Sehr viel besser sind langfristige Messreihen von Gletschermassenbilanzen. Dadurch lässt sich das Klimasignal sehr genau identifizieren. Gebirgsgletscher reagieren sensitiv auf Klimafluktuationen. Mehr Schmelze, also Ablation, infolge von höheren Temperaturen und höherer Sonneneinstrahlung bewirken einen Massenverlust im Gletscher. Mehr Schneeakkumulation, also Ablagerung infolge von niedrigeren Temperaturen und viel Niederschlag, können zu einem Gletschervorstoß führen. Im höher gelegenen Bereichen des Gletschers, im Akkumulationsgebiet oder im sogenannten Nährgebiet, fällt im Winter mehr Schnee, als im Sommer schmelzen kann. Im tiefer gelegenen Zehrgebiet oder Ablationsgebiet taut im Sommer mehr Schnee, als im Winter fällt. Und wenn der Schnee abgeschmolzen ist, kann auch nur das darunterliegende Eis abgeschmolzen werden. Und da kommt es dann zu einem Gletscherrückzug. Befinden sich Ablations- und Akkumulationsgebiet im Gleichgewicht, dann stößt der Gletscher weder vor noch zurück. Die Grenze von Akkumulationsgebiet und Ablationsgebiet wird auch Gleichgewichtslinie genannt. Wichtig ist auch der sommerliche Niederschlag, der zum Beispiel als Schnee fallen kann, für die Gletschermassenbilanz. Infolge von Schneefällen im Sommer auf den Gletscher kann es zu einer erhöhten Albedo führen, was zu einer höheren Sonnenreflektivität führt, was die Gletschermassenbilanz positiv beeinflussen kann. Wir können anhand von Moränen die letzten maximalen Höchststände der Gletscher rekonstruieren. Moränen sind also vom Gletscher transportiertes und abgelagertes Material, was in so wallartigen Formen dann abgelagert wird. Diese Formen bestehen aus Lockermaterial, aus Geschiebe, aus verschiedenen Substraten, die dann unsortiert abgelagert werden. Durch die verschiedenen Gletschervorstöße in den letzten Jahrtausenden, Jahrhunderten kommt es also immer wieder dazu, dass alte Moränenwälle auch überprägt oder zerstört werden. Deshalb sehen wir nur die Moränen der jüngeren Vergangenheit. Wie hier am Beispiel im Kaunertal sehen wir die Kolleginnen und Kollegen sitzen auf der 1850er Moräne. Das ist also der maximale Höchststand hier in dem Tal während der kleinen Eiszeit. Seitdem hat sich der Gebhardtswerner fast kontinuierlich zurückgezogen. Im Haushaltsjahr 2017-2018 hat er rund 40 Meter an Länge verloren. Seit dem 19. Jahrhundert haben alle Gletscher in Österreich zusammengenommen ca. 50% ihrer Masse verloren. Der Klimawandel kann aber auch gegenteilige Auswirkungen haben und zum Beispiel zu Gletschervorstößen führen. In Norwegen und in Neuseeland rund um die 2000er Jahre wurde genau dies beobachtet. Und es wird angenommen, dass zwei Gründe hauptsächlich dafür ursächlich waren. Zum einen verschiedene Niederschlagsdynamiken, die sich verändert haben, und auch die atmosphärische Zirkulation, die sich verändert hat. Im Zuge des Klimawandels ist zu beobachten, dass wir wärmere Luftmassen haben. Das heißt, diese Luftmassen können mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Wenn wir Gebirge in Ozeannähe haben, führt das dazu, dass anströmende Luftmassen durch die Barriere Gebirge zum Aufsteigen gezwungen werden, abkühlen, kondensieren und dann entweder als Regen oder als Schnee niedergehen. Falls der Niederschlag als Schnee fällt, kann es also dazu führen, dass der Klimawandel sozusagen schuld ist an der positiven Massenbilanz, wenn wir vermehrt Schneefall in dem Bereich haben. Das trifft natürlich nur zu, solange sich die Temperaturen in den Höhenlagen nicht weiter verändern. Mit dem Abschmelzen der Gletscher kommt es auch dazu, dass wir vermehrt Seenbildung in den Gebirgen haben. Hier können zum Beispiel Moränen
oder andere Strukturen, die wallartig sind, dazu führen, dass Wasser aufgestaut wird und so sich diese Seen im Gebirge entwickeln. Wenn wir bei diesen Seen keine kontrollierten Überläufe haben oder keinen kontrollierten kontinuierlichen Abfluss, kann es dazu führen, dass durch andere Prozesse, wie zum Beispiel Permafrostdegradation, gravitative Massenbewegung der auslösende Faktor sein können für Flutwellen zum Beispiel. Und diese Flutwellen können dann den Moränendamm bezwingen und dann auch talabwärts weiterfließen, was dann nicht nur eine Auswirkung auf die Struktur im Gletschervorfeld hat, sondern auch auf die anthropogenen Strukturen weiter talabwärts. Durch den Rückzug des Gletschers kann auch die Hangstabilität herabgesetzt werden, was dazu führen kann, dass Schuttmaterial auf dem Gletscher abgelagert wird. Und die Zusammensetzung und die Mächtigkeit dieser Schuttdecke haben auch einen wichtigen Einfluss auf den Rückgang des Gletschers. Eine dünne Schuttmächtigkeit führt dazu, dass sich die Gesteinsschichten, die auf dem Gletscher liegen, erwärmen und auch das darunterliegende Eis erwärmen und schmelzen können. Dagegen eine dicke Schuttschicht mit einer höheren Mächtigkeit führt dazu, dass sich hauptsächlich die Gesteinsschicht aufheizt und das darunterliegende Eis isoliert wird und daher der Gletscher nicht so schnell abschmelzen kann. Infolge des Gletscherrückgangs liegen auch Permafrostbereiche des Gletschers frei, die vorher vom Gletscher bedeckt waren. Das bedeutet, durch die erhöhte Lufttemperatur, zum Beispiel in den Felshängen, kann es auch da zu einem verstärkten Tauen von dem Permafrost kommen, was zum Beispiel zu einer erhöhten Frequenz und Magnitude von gravitativen Massenbewegungen führen kann. Wie Sie sehen und hören können, befinden wir uns hier im sogenannten Gletschervorfeld. So bezeichnet man den Raum, in dem sich der Gletscher früher aufgehalten hat. Dieses Gebiet ist gekennzeichnet durch viel Schuttmaterial und Gesteinsmaterial, was hier im Gletschervorfeld abgelagert ist. Der Gletscher hat durch seine Fließbewegung und durch sein Gewicht die Möglichkeit und Kapazität, Gesteine herauszureißen aus dem Gesteinsverbund, abzuschleifen, zu transportieren und auch abzulagern. Hier im Gletschervorfeld haben wir kurz nachdem sich der Gletscher zurückgezogen hat, ungebundenes Material, das heißt, es ist sehr leicht erodierbar und sehr leicht transportierbar. Dies kann korrigiert werden durch eine artenreiche und vielfältige Vegetationsdecke. Da gibt es dann die Möglichkeit, das Sediment zu binden und die Erosion zu verringern. Wie geht es weiter mit dem Klimawandel und den Gletschern? Genauso wie bei einem jetzigen Stopp der Treibhausgasemissionen sich das Klima weiter erwärmen würde, würde es auch bei den Gletschern einige Zeit dauern, bis diese sich auf die unterschiedlichen klimatischen Gegebenheiten anpassen. Kleinere Gletscher und mittlere Gletscher benötigen eine Reaktionszeit von etwa einigen Jahren bis Jahrzehnten, um sich auf das neue Klima anzupassen. Das wäre zum Beispiel der Fall bei vielen Gletschern in Österreich. Andere Eismassen, wie zum Beispiel die ostantarktischen Eisschilde, benötigen eher Tausende oder Zehntausende von Jahren, um sich an die unterschiedlichen klimatischen Gegebenheiten anzupassen. Es wird angenommen, dass die Gletscher in Österreich bis zum Ende des 21. Jahrhunderts, die kleinen und mittleren großen Gletscher, bis dahin verschwunden sind. Allerdings werden sich die größeren Gletscher bis ins 22. Jahrhundert retten können, wenn auch in einem sehr viel kleineren Ausmaß. Ein Special Report des IPCC geht davon aus, dass viele der niedrig gelegeneren Gletschergebiete weltweit von diesem Rückzug betroffen sein werden. Im Gegensatz zu den kontinentalen Eisschilden und dem Meereis besitzen Hochgebirgsgletscher allerdings nur 0,1% des Eisvolumens weltweit. Dennoch tragen sie auch einen wichtigen Beitrag zum Meeresspiegelanstieg bei. Lokal und regional gesehen sind die österreichischen Gletscher vor allem als Süßwasserspeicher, als touristische Attraktion, aber auch als potenzielle Gefahrenquelle von Bedeutung. In der globalen Perspektive allerdings ist der Beitrag des Wassers, der in österreichischen Gletschern gespeichert ist, eher gering.